Der Ausfall zahlreicher Computer hat am Freitag weltweit für Störungen gesorgt. Flüge fielen aus, Operationen wurden abgesagt und Bankgeschäfte mussten verschoben werden. Hinweise auf einen Hackerangriff gab es aber nicht. Schuld war ein fehlerhaftes Update von der Firma CrowdStrike. Ja, nicht nur bei uns, sondern weltweit ist ja ordentlich was los. Wir haben heute Morgen 6.30 Uhr die ersten Meldungen bekommen, dass das IT-System ein Problem hat. Da haben wir natürlich mit dem Schlimmsten gerechnet, weil wir dachten, es sei ein Hackerangriff. Wir sind ja kritische Infrastruktur als Universitätsklinikum und konnten dann relativ früh feststellen, dass es kein Hackerangriff ist, sondern dass die Software, die wir installiert haben, um Hackerangriffe abzuwehren, ein Problem hat. Und da wurde weltweit ja eine Software-Update gemacht und jeder, der dann anfing, seinen Rechner hochzufahren, merkte dann einfach ein Problem und das haben wir eben auch. Und das führte dazu, weil wir ein sehr digitales Krankenhaus sind, 10.000 Rechner alleine im UKSH haben, dass wir dann eben ein Problem hatten im Sinne der Patientenversorgung.